Moin! Wieder aus meiner Werkstatt. Heute habe ich einen Special-Auftrag. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch so umsetzen kann. Ich meine, vom Können her wohl, aber es wird nicht ganz einfach. Und ich wollte euch mal dabei sein lassen. Ja, was ist die Aufgabe? Meine Tochter ist hier im Sportverein ziemlich aktiv und auch sehr gut dabei. Und ja, die haben so Übungsbarren, Barren heißen die Barren, diese Balken, wo sie dran lang laufen. Und das sind die Füße dazu. Ja, also auf einer geringen Höhe. Ja, hier der Balken drauf und dann können die anfangen auf dem Balken zu üben. Nicht, dass sie gleich auf dem hohen Balken sind und da runterfallen, sich verletzen, üben die erst auf so kleinen Übungsbalken. Ja, da ist ein Fuß gebrochen, da kann man es sehen. Und das sehen, kaputt. Ich habe ihn schon geleimt und 4 Schrauben reingedreht, aber auch das hält nicht, weil sie doch eine gewisse Federung aushalten müssen, wenn die darauf springen. Und das ist ja nicht eben drüber laufen. Die machen da richtig Übungen drauf. Und da hat der eine jetzt die Grätsche gemacht, sieht man auch im Verhältnis. Also der ist ganze 2 cm tiefer, also er macht einen Klappfuß, ne? Ja, da wurde natürlich an mich die Frage gestellt, ob ich die neu machen könnte. Ich möchte das mal versuchen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass ich die nicht aus einem Stück schneiden kann, weil die ja Federungen, die müssen ja ein bisschen abfedern können. Das heißt, ich muss die Dinger verleimen. Und zwar in Scheiben verleimen. Ich muss mir Hölzer nehmen, die ich jetzt in kleine Schnitte, also in kleinste, fast in Furnier, möchte ich sagen, schneide. Ich muss eben gucken, wie die am besten sich biegen lassen. Und das darf ja auch nicht eben Pillepalle-Holz sein, irgendwie Fichte, Tanne oder so. Das knickt ja dann auch gleich weg. Hier haben wir Buche. Also das ist schon sehr robust. Und ein bisschen Bewegung soll ja auch drin sein. Darum habe ich mich für Esche entschieden. Danke. Ja, danke. Für Esche entschieden. Buche und Esche haben ungefähr denselben Härtegrad. Das Einzige, was halt ist, Esche ist ein bisschen grobfladeriger, also es hat gröbere Fladerung, aber ist auch sehr biegstabil, das wisst ihr selbst, wenn ihr euren Spaten zu Hause im Garten in der Hand nehmt, da kann man an so einem Besenstiel auch mal rumbiegen, der bricht nicht gleich ab. Und Esche ist halt das meistverwendete Holz hinsichtlich ja, Gartenwerkzeuge, also das ganze Holz ist meistens Esche, wenn es ein Qualitätswerkzeug ist. So wie Gardena oder wie sie alle heißen, ja. Wenn ihr natürlich so No-Name-Artikel von irgendwelchen Mitstreitern kauft, die natürlich recht günstig sind, da werdet ihr aber auch sehen, da werdet ihr keinen Esche-Stil dran finden, sondern eher, ja, von Lärche angefangen, bis weiß ich was. Und Lärche ist lange nicht so bruchstabil wie Esche. Egal, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich also für Esche entschieden und werde mir jetzt, ich habe jetzt mir schon eine Eschenbohle geholt aus dem Holzlager bei mir und werde die in kleine Streifen schneiden. Jetzt bin ich selbst gespannt. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie dünn kann ich mit meiner Hobelmaschine hobeln. Also wir müssen da schon, so wie es hier aussieht, man kann das schlecht sehen, in 1-2 mm Bereich gehen, um das überhaupt in diese Form leimen zu können. Als Form nehme ich den vorhandenen Fuß, der heile ist, also der nicht durchhängt. Den kann ich also als Leimschablone nehmen. Aber ob sich das alles so biegen lässt und draufdrücken lässt, müssen wir gucken. Es ist 2 cm stark, das Ganze. Ja, 20 mm. Und ich muss ja so ein bisschen Reserve verleimen. Das heißt, ich werde so auf 2,3, 2,4 verleimen. Weil ich schätze, wenn ich da Zwing drauf knall, werde ich hier auch gewisse Druckstellen reindrücken. Und die muss ich auch wieder wegschleifen können, damit zumindest am Ende das Endprodukt vernünftig aussieht. Ja, das ist mein Vorhaben für heute. Vielleicht auch, das werde ich heute sowieso nicht schaffen. Aber mit Verleim und Trocknung und dann mal gucken, ob es so formstabil bleibt, wie ich es hier
als Muster habe. Da bin ich mal gespannt. Also ich zweifle nicht daran, dass Esche das nicht schafft. Das ist klar, das ist jetzt Buche hier. Im ja, richtig, kann man schlecht erkennen. Ich kann es euch gerne zeigen. Seht ihr, ist wirklich so schichtmäßig verleimt. So ähnlich wie Sperrholz. Hier sieht man es ein bisschen besser vom Aufreißen her. Seht ihr, es sind also mehrere Schichten aufeinander geleimt. Und das kriege ich natürlich nicht mehr auseinander. Ich habe versucht, hier mit richtig Leim dazwischen prügeln und zwingen und wirklich ein, zwei Tage in Ruhe lassen, aber das hält nicht. Ja? Sobald die Mädels da wieder drauf rumspringen, dann ist es gleich wieder aufgerissen. Das hält nicht. Das heißt, die beiden Füße müssen neu. Ich versuche es. Ob sie dann halten, ist eine andere Frage. Aber ich werde es versuchen. Okay, fangen wir an. Welche Länge haben wir hier? Ich habe das mal ungefähr so pauschal einfach mal gemessen. Oh, Nase zu. Also, wir haben hier so 60. Es wird natürlich auch ein bisschen verlustig werden hier. 60. Ich werde das Ganze dann noch schneiden müssen. Das ist nämlich alles nicht so einfach. Wer schon mal sowas verleimt hat, ich werde da schon 80 cm nehmen müssen. Wenn mir das beim Verleimen nämlich verrutscht, dann ist die ganze Fläche nicht mehr eben und dann kann es schnell sein, dass man mal 1-2 cm einfach so wegschmeißen muss und weg. Dann ist das ganze Ding breit. Ja, 10,5. Das heißt, ich muss ungefähr, damit ich auch ein bisschen Luft habe, nachher die Kante gerade abschneiden kann oder abrichten kann, ich also auch eine vernünftige Kante wieder habe, muss ich schon 12 cm schneiden. Ja, also 12 cm breite Streifen mache ich mir jetzt und dann ganz dünn, so dünn wie möglich. Da muss ich gucken, was mein Hobel hergibt. Mein Elektrabeckung konnte bis 3 mm und jetzt bin ich gespannt, was hier Holzmann schafft. Sonst muss ich mir was drunter legen und dann nochmal dünn durchhobeln, ja, wisst ihr. Einfach mal nicht so dumm anstellen. Irgendwie findet man immer eine Lösung. Aber gut. Eschebowle habe ich mir geholt. Ich zeige es euch kurz. Da ist sie. Liegt schon auf der Kreissäge. Da habe ich sie. Ist jetzt eine Länge von, ich glaube, ja, nicht mehr ganz 2 Meter. Und hier am Ende ist wieder ein Stück Eisen drin, was ich abschneiden muss, bevor ich das über die Kreissäge rappe. Das richtige Sägeblatt habe ich schon drauf, mein grobes, für Längsschnitte bei Hartholz sehr gut geeignet. Ich liebe dieses Sägeblatt in letzter Zeit, habe ich sonst nie so oft drauf gehabt, aber jetzt, nachdem ich da schon ein paar Mal wieder mit geschnitten habe, weiß ich erst, wie wertvoll es ist. Ich habe sonst immer alles mit Wechselzahn gemacht, mit einem etwas gröberen Blatt, das geht auch super. Aber wenn man wirklich mal sowas schneiden will, Bohlen besäumen und so, ist so ein Blatt echt Gold wert. Naja, okay, das gehört jetzt hier nicht ganz her, aber Infos sind immer gut. Ja, dann werde ich mir mal ein paar schöne Stücke da rausschneiden. 80 habe ich gesagt. Ich weiß auch nicht, wie viel ich da rauskriege. Der Nachteil jetzt bei diesem Blatt, muss man ja auch sagen, ist, ich habe sehr breiten Verlust. Also ich habe ja 4,3 oder 4,4 dickes Millimeter dickes Blatt. Das habe ich natürlich auch gleich wieder an Holz verloren. Das frisst es ja auch weg. Ne? Müssen wir mal gucken, ob ich mit der Bohle hinkomme. So, jetzt wie immer mein Potlot weg. Da liegt er. Da ist er. Hier ist schon ein Ast drin, das ist natürlich auch wieder schlecht. Ein Ast, den kann ich eigentlich schon wieder wegschmeißen. Ein Ast sollte da natürlich nicht drin sein. Mal gucken, ob ich den da irgendwie rausgefiedelt kriege und den muss ich halt eben rauslassen. Das ist ja wieder ein Brechpunkt, also ein Bruchpunkt, wie sagt man so schön. Also schon wieder schlecht. Obwohl ich es ja dünnschichtig aufeinander leime, wenn ich das natürlich immer wegdrehen würde, eine mal auf die Seite, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Es schwächt ja auch schon wieder das Material. Ja. Handkassige raus, abschneiden, los geht's. So,
habe jetzt eben die Bohle in zwei kleine Stücke geschnitten. Und ich muss schon sagen, ich bin ja echt begeistert von dieser kleinen Makita Handkreissäge mit einem vernünftigen Akku dabei. Jetzt hier 4,0 mA, 18 Volt. Und dann eben Esche Hartholz durchschneiden. Schon gigantisch. Also, wer mal so eine kleine Handkreissäge für zwischendurch mal braucht, kann ich nur empfehlen. Top. So, dann habe ich mir jetzt zwei Bohlen, die werden jetzt besäumt und dann auf Breite geschnitten erstmal und dann richte ich die Fläche ab und dann geht's weiter. Wollen wir mal sehen, wie dünn ich mit meiner Hobelmaschine hobeln kann. Ich schneide mir jetzt 5 mm Streifen und dann gucke ich, was mein Hobel schafft, darunter zu hobeln. So 3 bis 2,5 mm, wenn 2, wären sogar noch besser. Mal gucken. Also so 2,5 mm, 3,5 habe ich so die beste Erfahrung vom Verleimen in solchen Vorgaben, mit solchen Leimen. Geschichten. Ich schneide trotzdem auf 5, weil ich ja beidseits nochmal abhobeln muss und abrichten. Abrichten, also zumindest so den Hobel schicken, weil eine Schnittkante kann ich ja nicht verleimen, also muss ich da schon beidseits einmal hobeln. Und wenn ich 5 habe und dann beide Seiten so 1 mm bis 1,5, wenn es überhaupt geht, dann bin ich ja schon wieder bei 2 mm, 2,5 mm. Ich will es mal versuchen. Ja, meine Säge könnte zwar die ganze Schnitthöhe auf einmal schaffen, das mache ich aber nicht, weil ich ja auch den Motor nicht unbedingt quälen muss. Ich hätte, und wenn das Sägeblatt warm wird, kann es anfangen zu flattern und das will ich vermeiden damit. Ja? Also ich schneide die Hälfte, schmeiße das Stück Holz einmal über Kopf und dann schneide ich nochmal, also einen Schnitt, also zwei Schnitte, um ein Brett rauszukriegen. Ja, wird sicherlich eine staubige Angelegenheit. Ist aber so. Noch mal ganz kurz ein bisschen zur Gefahrengeschichte. Ich habe euch jetzt mal hinter die Kreissäge gestellt. Also hier steht man ja in der Regel seitlich und ihr werdet jetzt auch sehen, warum. Ich möchte euch das gerne mal zeigen, weil dieses Sägeblatt ist ja nun ziemlich grob und hat eine höhere, ja, wie soll ich sagen, Greifkraft möchte ich nicht sagen, aber ihr werdet sehen, wenn ich jetzt beim Schneiden das Stück, was ich schneide, nicht festhalte, wird es in den Gefahrenbereich nach hinten geschleudert und das möchte ich euch gerne mal zeigen. Darum steht ihr jetzt da und ich werde mal einen Schnitt machen und werde das Stück, was ich hinten schneide, mal nicht festhalten. Und ihr werdet sehen, dass es zurückgeschleudert wird, um einfach nur mal zu zeigen, wie gefährlich es ist, hier sich in dem hinteren Bereich beim Schneiden aufzuhalten.
Jetzt müsste es bei allen den Klick machen und sagen, oh, das ist bei meiner Maschine aber immer gegeben. Ja, das ist leider so bei den kleinen Maschinen, eure Bosch und wie sie alle heißen. Wenn ihr schneidet, auch an diesen kleinen Maschinen, haltet euch ein bisschen seitlich an den Maschinen. Ich sehe immer ganz oft, dass ihr direkt hinter der Maschine steht. Ich glaube, das Go gerade von meinem Sohn, muss ich mal ein bisschen ölen. So, also haltet euch, wenn es geht, nicht hinter der Maschine direkt auf. Bleibt eher seitlich von der Maschine. Ich weiß, es ist schwierig bei diesen kleinen Maschinen, aber ihr werdet jetzt vielleicht sehen, warum. Sicherlich werdet ihr eure Maschinen nicht so belasten, wie ich diese hier belaste. Für diese hier ist es keine Belastung, wenn ich da mal hochkant Esche durchschiebe. Das interessiert die Säge herzlich wenig. Es ist halt eine Tischlereimaschine, ja. Aber ich möchte euch gerne zeigen, weil das ist bei jeder Maschine gleich, wie gefährlich der hintere Bereich ist. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja. Ja, ihr habt es gesehen, hier war jetzt nicht so viel Wumms dahinter, aber es fliegt doch schon zurück. Und umso kleiner die Teile sind, auch wenn ihr nur am Besäumen seid und nicht aufpasst und es zurückgeschleudert wird, kann man das dann doch schon mal sich damit verletzen. Entweder weil ich direkt dahinter stehe, im Moment nicht aufpasse, den letzten Millimeter durchschneide und das Stück wird am Anschlag zurückgeschleudert. Dann ist klar, wo es landet. Bei mir ist noch ein bisschen Polster. Aber wenn dahinter jemand steht und das Ding hat richtig Kavums drauf, dann kann das wehtun. Ja? Dann kann es zu bösen Verletzungen kommen. Da ein bisschen aufpassen. Also im hinteren Bereich, auch wenn ihr schneidet, seitlich euch vielleicht aufhaltet, hat hinter der Säge in dem Moment keiner was zu suchen. Gerade wenn es um so dünne Dinger geht, die wir hier schneiden, diese 5 mm, die können sich natürlich schön am Sägeblatt und an dem Anschlag verkeilen, will ich nicht sagen. Aber sie können richtig Speed aufnehmen und werden dann zurückgeschleudert. Ja, so ist es. Okay, ich habe jetzt 5 mm Streifen geschnitten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt habe. 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Könnten reichen, ja. Also Prinzip ist klar, ich möchte diese Dinger echt dünn hobeln und dann mit Druck auf die Schablone leimen, obwohl es jetzt schon echt, da tut sich nicht viel, ne? Also jetzt sind sie auch noch 5 mm. Mal gucken, was mein Hobel dazu sagt. Wenn ich nicht so dünn hobeln kann, wie gesagt, dann muss ich halt so eine Art Schablonenhobel machen. Werde ich euch erklären, wird euch sicherlich auch noch nichts sagen. Schablonenhobeln ist auch was Schönes. Werde ich auch noch mal ein Video zu machen. Was man nicht alles hobeln kann, ohne dass man eine Fräse dazu braucht, ist schon, ja, nicht schlecht. Okay,
Ich baue den Hobel schnell um und dann gucken wir, was er schafft. Ich habe alles umgebaut. 4 mm habe ich jetzt eingestellt, 5 habe ich geschnitten. Ich schätze mal, aber mit dem Schneiden am Anschlag kippelt das immer ein bisschen. Mal gucken, wie weit es geht. Prost, Feierabendbier. Feierabendbier ist gut. Bei der Hitze, 32 Grad draußen, schönes Radler, angenehm. Also, was soll ich sagen? Ihr habt das Projekt bis jetzt verfolgen können. Ja, bis jetzt, es endet hier. Das Projekt ist zu Ende. Ja, ich muss sagen, das Projekt ist gescheitert. Sowas gibt es halt auch. Ich kann es nicht bauen, es geht nicht. Es liegt vielleicht an dem Holz, ich weiß es nicht. Ich kann bis zu 3 mm runterhobeln, das habe ich jetzt raus. Und muss sagen, mit der Hobelmaschine bin ich immer noch zufrieden. Aber sie weiß auch, was sie will. Ich zeige es euch. Ja, warum ist das Projekt gescheitert? Guckt es euch an, was es aus meinem Holz gemacht hat. Ja, sie hat da wohl öfter mal ein paar Stücke rausgebissen. Hier. Hier. Das habe ich erst gar nicht mehr durchgesteckt, weil da ist ein Ast. Und nach dem ersten Ast sah es dann so aus. Ja. Hier. Ast. Ja, da hört es auf. Ich habe natürlich auch ein paar gute Bretter rausgekriegt. Ist ja nicht so, dass ich da nur Müll draus gemacht habe. Es sind auch einige wirklich gute Bretter dabei. 3 mm. Die reichen mir aber von der Gesamtmenge nicht mehr. Ja. Und wenn ich die jetzt gehobelt habe, kann ich die auch gut biegen. Wenn ich die jetzt nochmal in die Dusche mit heißes Wasser einlege, werde ich die sicherlich auch da vernünftig verleimen können mit wasserfesten Leim. Aber wenn ich das ganze Paket zusammennehme, auch dann ist es noch biegbar. Also lässt sich das gut biegen. Bloß ich habe jetzt schon nicht mehr meine Mindeststärke, 20 mm. Ich habe jetzt 17. Ja, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja. Also, das kann ich so schon sehr gut biegen, aber ob ich das in diese Form gebogen bekommen hätte, weiß ich nicht. Ja, also das kriege ich nach da unten locker gedrückt. Ja. Aber ob ich die Kuhlen dahin gedrückt kriege, weiß ich nicht. Ja, und ich muss sagen, das Projekt damit erledigt, ja. Ich könnte das Ganze noch mal mit Buche versuchen. Buche ist ja feinfaseriger, lässt sich sicherlich auch besser hobeln. Ich sehe das ja an der Esche schon. Das ist auch gut. Es kommt halt darauf an, wie die Maserung verläuft. Und sobald in der Maserung Problem da ist, haben wir gleich Brennholz produziert bei 3 mm Stärke. Ja, wie man sieht, ne? Oder es wirklich massiv hier aufreißt, wegbricht und vor allen Dingen, wenn die Maserung nicht mehr so steht, sondern längs und dann ein bisschen abknickt, sieht man schon, dass er hier die Maserung mir beim Hobeln zerreißt. Ja,
Ja, es würde auf einen Versuch drauf ankommen, wenn ich das Ganze nochmal im Buche machen würde, wie sich das dann verhält, sicherlich besser, weil es nicht so grobfaserig ist wie die Esche. Aber auch das kann ich nicht ganz bestehen. Ihr habt gesehen, das ist eine Bohle und hier ist die Hälfte top. Ja? Da haben wir wahrscheinlich einen anderen Maserungsverlauf. Obwohl ich alle Bretter gleich geschnitten habe, ist das also perfekt. Ja? Also das hätte ich locker hier drum biegen können, möchte ich behaupten. Ja. Mittig erst festgespannt, dann vielleicht noch einen halben Millimeter mehr abhobeln, dann wäre das gegangen. Ich bin aber jetzt schon unter meinem geforderten Maß. Wir müssen der ganzen Sache auch mal nüchtern ins Auge gucken, sagt man so. Nüchtern, ja. Okay, aber das hat so keinen Sinn. Man muss auch überlegen, das sind Sportgeräte, da arbeiten Kinder dran, vielleicht auch erwachsene Frauen. Jetzt weiß ich nicht, ob die auch eine Frauengruppe haben. Und wenn das dann nicht vernünftig ist, ist natürlich auch Gefahrenpotenzial gegeben. Und von daher werde ich dem Verein mitteilen müssen, dass sie die Dinger wohl beim Hersteller bestellen müssen. Ich hätte es gern versucht. Ich habe es versucht. Jetzt mit Esche, ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann ich selber nicht sagen. Vielleicht wäre es mit Buche besser gegangen. Aber wie gesagt, ich habe eine Bohle und ich habe jetzt hier mehrere Ergebnisse. Hier war zum Beispiel kein Ast drin, hat es trotzdem laut Maserungsverlauf ganz schön zerfetzt. Ja, wie man hier sieht, ich habe einmal mit der Maserung und einmal gegen die Maserung gehobelt. Und es war aber kein Unterschied dadurch. Und von daher kann ich dieses Projekt nicht weitermachen. Ja, auch das werde ich veröffentlichen hier, damit ihr das seht. Es gibt halt nicht immer Projekte, die super glatt laufen und die man machen kann. Man muss auch einfach merken, bis hierhin und nicht weiter, es geht einfach nicht. Sowas wird maschinell hergestellt, da ist jetzt keiner, so wie ich jetzt, der wirklich jedes Brett einzeln hobelt. Das wird in eine Form gepresst, das wird erwärmtes Holz, es wird auch dann dementsprechend abgekühlt, es wird vernünftig verleimt, unter Druck. Und dann kriegt man natürlich solche schönen Formteile her, ne? Aus Echtholz. Und das ist Echtholz, definitiv. Es ist halt nur mehrschichtig verleimt, um halt auch eine gewisse Federkraft zu haben. Das kann ich nicht. Hier endet mein Können. Ja? Also das zu verleimen jetzt ist gar kein Problem. Aber in dieser speziellen Form, in dieser 3 mm ist Ende und die Hobelmaschine kann noch mehr. Aber ich wollte es nicht, weil mir flog der Mist auch schon um die Ohren. Es gab Rückschläge, ja auch diese Rückschlagsicherung hat sie zwar gehalten, aber wenn man das Holz alleine so schon reinsteckt, merkte man schon, dass es gegen die Hand schlägt, obwohl wir Rückschlagsicherung haben und die auch funktioniert hat. Hat er viel Mousse gemacht. Hier sieht man nochmal den Rest, ich zeige es euch nochmal kurz. Da. Ja, er hat da ganz viel Müll produziert und somit ist dieses Projekt gestorben. Nicht, dass ich aufgeben will oder das nicht nochmal mit Buche versuchen möchte, aber wie gesagt, und dann nochmal ganz nüchtern betrachtet, ich habe komplett eine lange Bohle durchgejagt. Und das Ergebnis ist diese paar Bretterchen hier, ja, die davon zu gebrauchen sind. Und der Kostenfaktor spielt natürlich auch eine gewisse Rolle und das passt dann irgendwo nicht zusammen. Ne? Und wenn ich das Ganze dann nochmal im Buche mache, glaube ich, ist das Bestellen beim Hersteller mit der dementsprechend vielleicht sogar geprüften Qualität, die das Ganze auch wirklich hält, ja, besser. Es heißt ja noch lange nicht, auch wenn ich das hinbekommen hätte, dass es dieselbe Sprungkraft und Federkraft ausgehalten hätte wie meins. Ich habe es gern versucht, aber leider nicht. Es geht nicht. Sicherlich hat die Maserung einen kleinen Einfluss darauf. Hier ist ja nun definitiv ein Ast. Was mich aber wundert, der Ast ist noch drin, bloß drumherum
kann man das Stück Holz jetzt abheften. Ja, ja, und das macht keinen Sinn. Und das ist noch nicht mal so dünn wie das andere Gehobel. Da ist noch ein Millimeter mehr drauf. Und da hat er es mir schon zerfetzt. So ist das halt. Holz ist Holz. Und selbst in einer Bohle und in einem Baum, könnt ihr sehen, gibt es solche verschiedenen Maserverläufe, Maserungsverläufe, wo man sagt, okay, die Hälfte der Bohle hätte ich gebrauchen können, das ist das hier jetzt. Und der andere Rest, noch nicht mal von den Ast abgesehen, kommt sowas bei raus. Und diesem Brett habe ich eigentlich auch gedacht, oh, das kannst du dann nachhobeln, dann hast du deine Mindestdicke für einen Fuß. Und das hat er mir auch zerfetzt. Und es hat auch nicht extrem schräg laufende Maserungen, sondern mehr auch stehend oder komplett liegend. Aber auch das hat er mir zerfetzt. Ich möchte nicht der Holzmann Schuld geben. Ich habe ja gesehen, dass sie es kann. Also über 50% sind ja gut geworden. Ja. Und sie ist ja auch nicht stumpf, so lange habe ich sie noch nicht. Sind ja alles Faktoren, die Einfluss darauf haben. Aber hier ist es top. Ja? Und die anderen hat er mir halt zerfetzt. Und jetzt nochmal eine Bohle aus meinem Lager zu holen und dann vielleicht nochmal so einen Haufen herzukriegen, das ist mir nicht wert, bin ich ganz ehrlich. Dafür ist das zu teuer. Und wenn ich dann dem Sportverein sage, ja, ist okay, stimmt schon so, ihr kümmert euch auch um meine Tochter und so, das ist zu teuer, das geht nicht. Ich glaube, dann ist das Bestellen beim Hersteller eines Originalfußes einfach sinnvoller. Sag mal, wie liegt aus? Feierabend. Tschüss.